UFO. Klingt, als wären sie weg. Ja, ich glaube, sie sind weg. Ja, Bierflasche. Säufer. Bam. Oh verdammt! Weg hier! Ich will auch mitmachen. Ausschwärmen! Haltet sie hinter dem Graben! Hallo? Und man hat mich zur Seite geschoben. Bam! Aber irgendwie ist die Steuerung noch so ein bisschen langsam. Und warum ist Stein so cool? Bam! Ja, jetzt kommen da noch mehr. Ja. Ach so, scheiße. In Resistance 1 hatten wir ja Gesundheit, die sich nicht regeneriert. Und im 2er dann den Bloody Screen mit, ja, Selbstheilung. Und jetzt gibt es ja wieder nicht mehr. Was ja eigentlich cool ist, aber ich ja auch jetzt wieder aufpassen muss. Sonst sterben wir wieder mal ganz oft. Wow. Oh, ja. Hey, Bullseye. Ich kam hier mit der... blöden Magnum. So, jetzt lauft der hin. Und es sieht eigentlich ziemlich cool aus. Auch mit der Grafik und so. Nein! Bam. Ja, oh, was hier lang? Jo, zack, zack, zack. Scheiße. Scheiße, wo ist denn hingerannt? Hallo? Ja, stell dich halt mitten im Weg. Okay, da ist einer. Ja, wo rennt denn der jetzt hin? Warum hat das gerade so komisch aufgeblitzt? Ach so, ja, sagst du gleich. Oh, bleib doch stehen, du Viech. Oh, ja. Toll, ich habe nur noch eine. Oh, oh, oh. Jetzt bleib stehen. Hinter dem Eiscafé findest du eine Leiter. Ja. Alles klar. Und jetzt Raketenwaffe. Ah, mehr Granaten, alles. Aua. Gesundheit. Ja. Nein. Haha, das sieht mich nicht. Oh, das war der Ding. Feuert weiter! Schilde wieder oben! So, und was bedeutet das hier? HE-44 Magnum Stufe 1. Können wir uns da etwa irgendwie hochskillen? Feuert weiter! Ja, jetzt Feuersäcke. Schieße ich eigentlich nur alleine oder helfen die mir auch da ein bisschen? Bam. So, Muni leer und mitstellen. Ja, der macht auch noch Deckung kaputt. Spar die Munition! Der Schild lässt nichts durch! Ja, wart ab, mein Junge. Tada! Ja, jetzt schießt doch drauf. Ah, da kann man ja voll seine Waffe skillen bei dem Torschuss. Ist ja auch mal geil. Und ich habe langsam keine Deckung mehr. Aua. Ja. Ja, ich bin auch gleich erledigt, verdammt. Au, au, au.
Ja. Weg, bevor ihre Kumpels nach ihnen suchen. Und ich war gerade fast halb tot. Schafft sie außer Sicht und unter die Erde. Alle Mann! Alle Kundschafter melden. Tommy Dean, melde dich. Tommy Dean, hörst du mich? Susan. Ich dachte, du wärst tot. Mir geht's gut. Wie geht's ihm? Das Fieber sinkt. Ein wenig. Joe, Tommy Dean meldet sich nicht. Vielleicht ist sein Funkgerät wieder kaputt. Soll ich Lester schicken? Ich sehe nach. Okay. Joe! Pass gut auf. Kapitel 2. Ein gesuchter Mann. Finden Sie Tommy Dean. Alles klar. Erinnert mich irgendwie an Jim Beam. Wir müssen uns verstecken. Sie werden uns finden. Nein, ganz ruhig, Mädel. Oh, Bissprotokoll. Ja. Bissprotokoll. Wildlebende Bestien. Schritt 1. Hat das Subjekt den Hale-Impfstoff erhalten? Wenn ja, Wunden desinfizieren und normal behandeln. Subjekt freilassen. Falls nein, weiter mit Schritt 2. Schritt 2. Wurde das Subjekt an einer Extremität gebissen? Wenn innerhalb der letzten 10 Minuten betroffene amputieren. Weiter mit Schritt 4. Falls nein, weiter mit Schritt 3. Schritt 3. Gibt es eine offene Wunde? Wenn ja, ein großes steriles Brenneisen auf mindestens 1500 Grad Fahrenheit erhitzen. Ja, und ich weiß nicht, was heute los ist. Eisen tief in die Wunde einführen. Alles klar. Weiter mit Schritt 4. Falls keine offene Wunde, weiter mit Schritt 5. Schritt 4. Subjekt 72 Stunden in Quarantäne beobachten. Wenn es unter Hitze leidet oder rohes Fleisch verlangt, weiter mit Schritt 5. Falls nicht, Subjekt freilassen. Schritt 5. Subjekt durch Verbrennung terminieren. Ja, terminieren. Hahaha. Wo ist denn der Arnold Schwarzenegger? Ich habe das Gefühl, dass das Spiel irgendwie ziemlich viel Anspielung auf gewisse Sachen macht. Zum Beispiel auch Lester. Lester, das ist ein Name, den kenne ich so eigentlich nicht. Nur aus Gothic 3. Oder halt aus der Gothic-Serie. Und jetzt noch Terminator und keine Ahnung, was noch kommt. Videoamt ist auch im Spiel drin. Wir waren Monate nicht auf ihrem Radar. Da ist was faul. Ich spüre es. Warum lassen uns die Schweine nicht in Ruhe? Sag's bitte keinem. Aber ich drehe bald durch, Joe. Jo, da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. An John Harper. Ja, jetzt... Hallo? Also noch mehr Anspielung geht wohl gar nicht. John, ich bin jetzt seit fast 4 Jahren hier in Haven. Ich habe viele Leute kennengelernt, aber niemandem vertraue ich mehr als dir. Du arbeitest und kämpfst hart und brauchst nicht viel. Für mich und viele andere hier bist du ein Held. Es ist, als hätten wir beide Haven zu einem Ort gemacht, an dem sich Familien sicher fühlen können. Ich weiß, du hast lange nach deiner Familie gesucht. Lester hat mir gesagt, dass du gerade von ihrem Tod bei Tulsa erfahren hast. Das tut mir aufrichtig leid, John. Ich möchte, dass du weißt, dass du immer ein Teil unserer Familie sein wirst. Susan, Jack und ich und der Rest von uns in Haven. Wir lieben dich wie einen Bruder und Sohn. Joe Capelli. Ja, weiter zur nächsten Anspielung. Auf irgendwas. Chelsea Zentrale, hier Haven. Hören Sie?
Hawkshooter-Zentrale, hier Haven, hören Sie? Wiederhole, Hawkshooter, hier Haven, hören Sie? Das hört sich gar nicht gut an. Versuch's weiter! Hey, da ist ja Lester. Servus, Lester. Hö, Lester nicht so viel. Hahaha. Schlechter Wortwitz. Joe, ja. Liebling, bist du da? Bobby hat ein Feindschiff in deiner Nähe landen sehen. Sei vorsichtig. Ach so, redet die gerade über Funk. Hab schon gedacht, dass sie mir jetzt gefolgt ist. Oh, Weapons. Sonst noch was? Nein. Hier, nimm mal die Schrapnellgranate. Dale hat sie ordentlich verpackt. Schrapnell, was ist Schrapnell? Aha, Splittergranaten, ja. L2 feuert eine improvisierte Sprenglage, die bei ihrer Explosion die Umgebung mit selbstgemachten Schrapnellsplitter spickt. Ja, man kann es ja auch noch mehr umständlich ausdrücken hier. Aber egal. Ja, drücke rechts, links, um zwischen den Granatenarten zu wechseln. Ja, nichts Neues. Bling, 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 bling. Haha, sieht auch schön aus. So, eine Runde baden. Ja, schon gar kein Hahn. Verdammt. Oh ja, Hallöchen. Oh, da sind noch mehr Schrapnellgranaten. Hier, eine Schrapnellgranate. Bam. Okay, warum hat es wieder so komisch aufgeblitzt? Sie haben eine Trophäe verdient. Grenadier. Haha. Die Trophäe ist sicherlich irgendwie, ja, 4 oder 5 Chimeras mit einer Granate zu erledigen, oder? Ah. Bam, bam, bam. Jetzt geh mal sterben. Oder auch nicht, oder ich geh sterben. Verdammt. Was haben wir denn da noch? Ja, genau. Wow! Ha, ja, ja, jetzt springt er hoch. Ich hab gedacht, ich bin da sicher. Aber nein. Bam. So, ja, komm her. Ja, ich treffe mal gar nichts. Also ich brauche wohl noch ein paar Minütchen, um in das Spiel richtig reinzukommen und dann wird es ein bisschen besser, hoffe ich ja mal. Hallo? Wie viel will der noch haben hier? Jetzt halt mal. Das hat aber lang gedauert. Ach, schon tot. Ging aber schnell. Okay. Dann mal runter hier. Also so sieht es ja schon ganz gut aus. Jetzt kein Crisis von der Grafik her, aber von der Atmosphäre her ist eigentlich auch ganz schön. Naja, relativ schön. Also schön anzusehen, aber hier wohnen, naja, würde ich jetzt nicht so gerne. So, ah, da liegen ja schon ein paar. Hey, Kollege, dir fehlt ein Arm. Und dem fehlt auch. Ah, das war klar von der Granate. Und wohl angemerkt, ich spiele in der deutschen Version, weil die deutsche Version uncut ist. Was ich komisch finde, dass hier Gore-Effekte stattfinden. Was ja eigentlich in Deutschland so. Oh, ich habe gedacht, da liegt gerade ein Arm. Ja, Gore-Effekte sind eigentlich in Deutschland nicht so erlaubt. Außer zum Beispiel in Dead Space. Ja, und irgendwie hat es doch ungeschnitten nach Deutschland geschafft.